wird. Bedenkt immer dabei, schaut auf den Staatswert. Jawohl! Jawohl! Hey Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Grand Roleplay Video. Schön, dass ihr wieder einschaltet, denn im heutigen Video gibt es wieder für euch das letzte Unboxing von den Grand Roleplay Cases, die wir jetzt aufmachen werden. Und ja, ich habe im letzten Video versucht, den Audi A9 zu ziehen, den habe ich leider nicht gezogen. Und wie gesagt, das ist jetzt das letzte Video dazu, dass ich einfach mal probiere, diesen Audi A9 nochmal zu ziehen. Wenn wir ihn gezogen haben in dem Video, dann werden wir natürlich die Kisten wechseln. Ich habe jetzt diesen Mercedes schon bereits gezogen, aber den kann so gut wie jeder gewinnen. Aber naja, er fährt jetzt nicht wirklich geil und designmäßig nach dem Weihnachtsevent, was am 4.1. endet auf Grand Roleplay, wird er wahrscheinlich so bleiben und ich werde ihn wahrscheinlich nicht mehr umtunen können. Das weiß ich noch nicht, da müsste man mal mit den Gettern sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Naja, wie gesagt, wir sind jetzt hier an der Bank. Ich gehe mal auf Nummer sicher, wenn ich meine Kisten öffne. Das heißt, wir gehen hier zum Norman Young und machen uns hier unsere Kisten auf im Shop. Wir haben 902 Grand Coins zur Verfügung. Die Kisten für den Preisbelder mit Preisen. Unter Weihnachten finden wir hier diesen legendären Audi A9, den ich unbedingt haben möchte. Ich habe ihn ja wie gesagt nicht gezogen und ich möchte es einfach nochmal ein allerletztes Mal versuchen. Ich wurde dafür jetzt nicht bezahlt oder so, um das Video zu drehen. Ich habe die Grand Coins nicht geschenkt bekommen, die habe ich mir selber aufgeladen, Leute, weil es ist aktuell ja das Event mit den doppelten Grand Coins, das aber wie gesagt morgen endet nach diesem Video. Was wir auf jeden Fall noch bekommen, ich habe einmal diese leuchtende Schuhe schon bekommen, die verkaufe ich gerade auf dem Markt, weil ich die schon selber gekauft habe, und einmal die roten, die ich gerne selbst haben möchte, weil die richtig cool aussehen. Vielleicht haben wir Glück und wir ziehen sogar noch die hier mit dabei. Man braucht ja 5000 Punkte dafür. Der Rest ist eigentlich jetzt nicht so interessant, weil ich finde die Leuchtschwerter immer noch am besten, die ich mir für 10 Grand Coins geholt habe. Okay, 900 Grand Coins zur Verfügung. Wir machen 20 Stück mal auf, das sind entsprechend 300 Coins. Und vielleicht haben wir Glück und wir ziehen den Audi A9. Let's go. Klar ist Geld immer wieder gut. Das kann man immer gebrauchen hier auf dem Server. Aber wie gesagt, ich hätte einfach gern den Audi A9, den ich so übelst feiere. Ich habe den schon gesehen bei ein paar Leuten. Bin den schon Probe gefahren von jemandem. Der fährt richtig cool. Vollgetuned geht der wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr ab. Aber ja, und der Startwert ist ja nur $700.000. Das heißt, auch die Versicherung im Spiel, also beziehungsweise für das Fahrzeug auf der Insel, sind gerade mal 70.000. Und ja, ist auf jeden Fall verhältnismäßig zu den anderen viel besser bezahlbar. Wenn man zum Beispiel sich den AMG jetzt holt für 110 Grand Coins, was 110 Euro in der Theorie entsprechen, dann zahlt man da über die 400k Versicherung und das ist einfach auf Dauer nicht tragbar. Finde ich halt ein bisschen blöd geregelt für die gepayten Fahrzeuge, die man da kaufen kann. Das ist halt ein bisschen blöd für die Neulinge, die es nicht wissen, aber in dem Video erwähne ich es einfach mal, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr euch ein AMG für 110 Grand Coins holen solltet, bedenkt immer dabei, schaut auf den Staatswert. Jawohl! Jawohl! Yes! Wir haben ihn, Leute. Wir haben den Audi A9 gezogen. Endlich! Endlich! Alter, nach so vielen Kisten ist er endlich da. Endlich habe ich den Audi A9. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Also wir haben ja jetzt etwas mehr als 10 Kisten geöffnet. Das ist okay. Perfekt. Perfekt. Wir haben 3,4 Millionen gerade plus gemacht. Den Audi A9, der müsste jetzt hier drin sein. Audi A9, da ist er. Nice, Leute. In dem Video habe ich ihn gezogen. Ja, richtig geil. Schön, das freut mich auf jeden Fall. Ich habe es geschafft, den Audi A9 zu gewinnen. Jetzt haben wir den Audi A9 und jetzt probieren wir noch den Infinite Q60 zu ziehen in dem Video mit den letzten Coins, die wir haben. Wir haben 700. Wir könnten 70 Kisten öffnen.
Und ja, sonst eigentlich haben wir dann eigentlich das Beste gezogen. Also diese Kisten brauche ich nicht mehr öffnen. Ich habe den hier gezogen und den kriegt man ja so gut wie immer. Der hier gefällt mir zum Beispiel gar nicht, den Mercedes-AMG G63 4x4. Das wären 200 Coins, die ich jetzt hier investieren müsste. Wir könnten es mal probieren für den Truck. Ja. Spaßeshalber, den Mini will ich nicht ziehen. Der gefällt mir nicht so. Zwar wäre der nicht schlecht, aber da habe ich irgendwie Pech gehabt, dass ich den überhaupt ziehe. Wir machen jetzt mal den Infinite Q60. Da ziehen wir jetzt einfach mal 10 Kisten. Vielleicht haben wir da auch noch ein bisschen Glück und ziehen den auch gleich mit. 100.000. Also, das Hauptziel haben wir geschafft. 500.000 sogar noch plus. Audi A9 haben wir gezogen, Leute. So muss das sein. Das könnte jetzt noch mal ein Stück besser laufen. Dieser Sound, was gerade war, heißt nur 600.000. Das ist geil. Der Sound, was wir gerade bekommen haben, dieses Dusch, heißt nur, dass ich jetzt die Schuhe bekommen habe. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch noch die anderen Schuhe bekomme. Dann sind das auch noch mal 600.000, 700.000 Dollar, die ich dann zur Verfügung habe, weil ich die Schuhe dann verkaufe. Very nice. Very nice, Alter. So, da haben wir auch schon wieder 10 rüber. Bis 500 machen wir. Okay, 8 mal noch. Sehr gut. Jetzt gerade läuft es nicht so gut. Ich kriege entweder nur 100 oder 200.000. Also ich kriege immer das Schlechteste bei diesem Package raus. Was mir jetzt gerade nicht so gefällt. Finde ich nicht so geil. Aber wir machen jetzt dann gleich 10 20er auf, dass wir dann ganz genau 200, dann haben wir noch 300 Coins. Weil ich gebe jetzt keine Grand Coins für LED-Schuhe aus, weil ich habe ja schon selber welche. So, einmal noch. So, 200.000, passt. So, jetzt machen wir die 20er-Kisten auf. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir hier haben. Also die Schuhe habe ich jetzt bekommen. Das schaffe ich wahrscheinlich schon nicht mehr. Das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Wäre auch noch zu schön gewesen, wenn ich die auch noch bekomme. Aber immerhin. Jetzt machen wir mal hier 10 20er auf. Passt das jetzt hier? Haben wir? Ja, das passt. Okay. Machen wir 10 20er auf. Wir bekommen nach den 20er, also wenn wir 10 Stück davon geöffnet haben, bekommen wir nochmal 1 Million dazu. Das ist auch nochmal gut. Also fangen wir an. Eine Kiste. 20. 200.000. 2. Wieder, man kriegt gerade nur das Schlechteste. Also für 20 müsste ich schon ein bisschen besser was bekommen. Sehr gut. 3. Wieder das Schlechteste. 4. Wieder, auch wieder was vom Schlechtesten. Also weiße Seltenheit ist nicht so geil. Wieder die Schlechteste. Also aus der Kiste kriege ich gerade nicht so. Also Geld, ja. 700.000, das ist okay. Das ist sehr gut sogar. Aber 1 Million. Geil. Jetzt bekommen wir gleich nochmal 1 Mille. 200.000, das Schlechteste. Also 1 Million war wahrscheinlich vom Geld. Vom Geld das Höchste, genau. Und dann kommt 800.000. So, ja, jetzt haben wir genau 10 geöffnet. Jetzt haben wir 14 Millionen fast. Jetzt können wir nochmal probieren. Nochmal die 10er. 10 mal zu öffnen. Oder, weil diese Kisten hier lohnen sich absolut gar nicht, wie ich finde. Zum Beispiel, die sind nämlich sowieso unbezahlbar, Leute. Also die Autos, wenn man die gewinnt, unbezahlbar. Und hier steht nämlich auch dran manchmal, was man, also hier ist ein Audi RS Tron, e-tron GT. Was ist denn hier das Höchste? Der e-tron wäre natürlich richtig geil, den zu bekommen. Ne? Aber das Geld, das höchste Geld hier, was man hier bekommt, wir könnten es mal probieren, ja, ist eine Ausnahme. Wir machen jetzt mal so, also der Audi e-tron wäre jetzt richtig nice, den habe ich gar nicht gesehen, dass es den hier gibt. Da probieren wir, weil der andere AMG hat mir jetzt nicht so gefallen. Wir machen jetzt mal hier 10 Stück auf und was das niedrigste ist vom Geld, bin ich gespannt. 100.000! 100.000 ist das niedrigste? Boah! 200.000, boah, nee, ich weiß gar nicht.
Boah, Leute, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, ne? Aber jetzt muss ich das zu Ende machen, sonst habe ich die Kiste nicht fertig. Wir machen es jetzt einfach 10 Mal, dass wir genau auf 100 Grand Coins kommen. Oder? Audi e-tron Sportback, Leute! Audi e-tron Sportback! Jungs! Ich habe den Audi e-tron Sportback bekommen. Geil. Hat sich doch gelohnt, ja? Yalla, yalla! Zwei Autos schon, ja? Okay, den RSE haben wir nicht, aber dafür den anderen. Ich wollte ja unbedingt einen e-tron haben. Also Elektrofahrzeug. Geil. Richtig geil. Und so mit den restlichen. Wir machen jetzt einfach nochmal hier diesen hier nochmal. Machen wir jetzt einfach den Rest hier rein noch. Richtig geil. Leute, das ist richtig geil. Also in dem Video haben wir jetzt schon zwei Autos gezogen. Und das auch noch richtig geile Autos. Richtig geile Autos. 300.000. Wäre jetzt noch natürlich richtig legendär, wenn wir den Infiniti Q60 ziehen. Dann sind wir richtig gut dabei. Dann haben wir drei Autos hier gezogen, Alter. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich habe noch 150 Coins. Also wenn wir den noch ziehen, Leute, wäre das richtig nice. Weil die anderen Kisten traue ich mir nicht. Ihr habt ja gesehen, bei den 20er, also bei den normalen 20er Grand Coin Kisten, die nicht vom Weihnachtsevent sind, ist das niedrigste bei 20 Coins 100.000 Dollar. Das ist echt madig. Das ist echt madig. Und 20 Euro, die ihr in den Sand setzt, praktisch für 100k, lohnt sich halt meines Erachtens gar nicht. 10 Coins je noch für 100k ist okay, aber alles andere ist nicht so geil. Jetzt bekomme ich gerade nur 100.000, läuft gerade nicht so nice. 200.000. 150.000. Jetzt haben wir schon fast 20 Mille erreicht. 250.000, so. 1, 2, 3, da können wir auf jeden Fall nochmal die restlichen reinpumpen. 400.000, schön, schön. Machen wir nochmal rein. So, dass wir einfach hier diese 500.000 safe bekommen. Da brauchen wir einfach nur noch zweimal reinpumpen. Okay, den Q60, okay, hat sich schon erledigt. Den Q60 haben wir auf jeden Fall heute nicht gewonnen. Und wir machen jetzt noch die letzten Kisten hier mit den 5er auf. Da haben wir noch vielleicht noch ein bisschen Glück, was sich lohnt. Für 175.000 zum Beispiel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Können wir 4 Kisten oder 5 können wir aufmachen. So, und gleich haben wir unsere 20 Mille. 50. 200.000, sehr gut. Eine Kiste geht noch, Leute. Die Glückskiste, und was ist es? 50.000, okay, das war die Pechkiste. Schade. Schade. Egal, wir haben jetzt noch zwei Grand Coins. Wir könnten theoretisch, schauen wir mal. Da gibt es doch noch eine Zweierkiste, ne? Eine Zweierkiste, einmalige Zweierkiste, Leute. Da ist sie. Machen wir einfach mal eine, die letzte auf. Es sind wahrscheinlich die 10k jetzt drin. 5k, 5k, Alter. 5k, aber okay, ist okay. Wir haben auf jeden Fall 20 Millionen Dollar plus zwei Autos. Ist okay, also 19,5 Millionen eher. Ist in Ordnung, bin ich sehr zufrieden mit. Das war jetzt auch, wie gesagt, die letzte Aufladung jetzt hier. Ups, jetzt habe ich zu wenig eingezahlt. So. Gut, 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 gut. Läuft. Bin zufrieden. 15 Grand Coins kriege ich nochmal in 44 Minuten. Wir haben zwei Fahrzeuge gewonnen. Einmal den Audi A9 und einmal den Audi e-tron war das, glaube ich. Oder war das, warte mal, ich will jetzt nicht fallen. Audi e-tron Sportback und Audi A9 haben wir gewonnen. Richtig nice, Leute. Freut mich auf jeden Fall. Ja, Leute, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich auch noch supportet mit dem unten anstehenden Link, den ich auch in der Videobeschreibung für euch hinzugefügt habe. Schaut da am besten rein. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch viel, viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart und ja, ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.